Es ist für viele Motorradfahrer ein alljährliches Highlight, ja, wenn nicht sogar eine Pflichtveranstaltung, das legendäre Elefantentreffen hier in Thurmansbank. Bereits zum 62. Mal findet das Biker-Treffen statt. Und bevor wir uns in die Menge stürzen, um dem Mythos Elefantentreffen auf den Grund gehen, treffen wir uns mit Herrn Lenzen vom Bundesverband der Motorradfahrer. Vom 2. bis 4. Februar dreht sich im beschaulichen Örtchen Loh wieder alles um Motorräder und ihre abgedrehten Fahrer. Bereits zum 30. Mal findet das älteste Wintertreffen seiner Art im Bayerischen Wald statt. Das Elefantentreffen ist jetzt schon 62 Jahre alt und es hat ein damaliger Journalist gehabt, die Idee, der wollte wissen, wer außer ihm noch im Winter mit einem Motorradgespann, einer Zündapp KS 601, dem grünen Elefanten fährt. Daher hat das Treffen dann auch seinen Namen bekommen. Für die Besucher, die jedes Jahr wieder in den Hexenkessel von Loh kommen, ist das Elefantentreffen immer wieder ein Erlebnis. Das Elefantentreffen ist eine riesige Party oder ein riesiges Fest mit 1000 Partys. Und die 1000 Partys, die kann man sich dann raussuchen. Das ist wie bei uns da am Feier. Wir sind da, da sind Holländer, sind Belgier hier und ein paar aus Bayern, ein paar aus Baden-Württemberg und verschiedene andere Nationen kommen manchmal dazu, sporadisch. Und so ist das eigentlich hier auf dem ganzen Gelände. Das mischt sich so bunt durch und im Laufe der Jahre und mittlerweile Jahrzehnte ergeben sich da ganz eigene Gruppe und Freundschaften. Wenn es auch manchmal den Eindruck erweckt, das Elefantentreffen ist keine reine Männerveranstaltung. Ach, da scheißen wir gar nichts. Ich habe nicht Angst vor den Männern. Und oh ja, es sind jetzt auch schon mehrere Frauen geworden. Aber mei, ich gehöre wieder dazu, jeder kennt mich. Jeder weiß, das ist die Loretta. Ja. Auch wenn sie meist wild und verwegen daherkommen, die Besucher des Elefantentreffens sind ganz normale Leute. Der Unterschied zu der normalen Gesellschaft ist, wenn man irgendwo Leute auf der Straße trifft, das können Schwerverbrecher sein, die da auf der Straße laufen, das können irgendwelche Banker sein, das sieht man denen oft gar nicht an. Und hier auf dem Elefantentreffen, die Leute haben einfach Klamotten an, wie da hier praktisch sind und wie sie sich da einfach aus Grund von den Gegebenheiten herauskristallisiert haben. Und da denkt man sich gleich, das sind skurrile Leute. Also wir sind wahrscheinlich keine andere und unnormalere Leute wie die, wo man auf der Straße trifft. Und das denke ich mal, das ist einfach ein Stereotyp, das wo man da aufgrund von gewissen verwegenen äußeren Erscheinungen überstülpt. Ein Besuch auf dem Elefantentreffen stellt für die meisten trotzdem ein gewisses Abenteuer dar. Denn es steht unter dem Motto Back to the Roots, ganz ursprünglich. Hier gibt es keine Duschen, hier gibt es kein warmes Wasser. Hier ist es wirklich ganz ursprünglich ein Rest von Abenteuer, den man sonst wirklich ganz, ganz selten erleben kann. Und es funktioniert gut und es funktioniert seit 62 Jahren. Und es zieht Motorradfahrer aus aller Herren Länder an, überwiegend aus Europa. Aber gelegentlich kommt auch jemand mal von Übersee und es funktioniert einfach wunderbar, weil es eben so reduziert ist, weil es egal ist, wo man herkommt, was man für einen Beruf ausübt, das spielt überhaupt keine Rolle. Hier hat man es geschafft, im Winter mit dem Motorrad herzukommen und das schweißt zusammen. Wie viele Motorradbegeisterte tatsächlich den Weg nach Loh gefunden haben, ist schwer abzuschätzen. Und das nicht nur, weil einige Biker bereits seit einer Woche auf dem Gelände kampieren. Es ist ein bisschen vom Wetter abhängig. Jetzt zur Zeit ist es ja nicht so toll. Gestern hat es geregnet, heute ist es Gott sei Dank trocken. Wir haben etwa 1200 Leute jetzt hier auf dem Gelände. Wir hoffen, dass es wieder 4.500 werden. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Das Elefantentreffen lebt von den Motorradbegeisterten aus aller Herren Länder. Sie machen das älteste Wintertreffen seiner Art jedes Jahr zu einem einzigartigen Erlebnis.